Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns bei Vampire. Wir haben hier das letzte Mal... Oh, da ist eine Dame. Die kennen wir aber, oder? Good evening, Miss Howcroft. Genau. How are you tonight? Okay, wir kennen sie. Warm, rich, vibrant blood. Ich glaube, wir haben hier noch nichts Neues, oder? Oh, doch mal, doch was. Erzählen Sie mir von Thomas Elwood. Tell me, Thelma. Why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Interessant? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Okay, 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 okay. Das heißt, die beiden, sie... Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Das kennen wir aber, glaube ich, von draußen schon. Da geht sie wieder dahin. Oh, wir wollten mit Pippa reden. Die hat Geld genommen. Wo ist Pippa? Sie war eigentlich immer hier. Wo ist die gute Pippa hin? Ist sie vielleicht draußen? Die war draußen, ist sie glaube ich auch schon gewesen vorher. Da ist er. Sie müsste es glaube ich sein, oder? Good evening, Nurse Hawkins. Ja. Good evening, Dr. Reed. Dann fragen wir sie mal, wie das mit dem Geld ist. Frage ist, wo ist das? Da ist ein Hinweis, den wir noch nicht haben. Aber das war doch Pippa Hawkins. Hä? Goodbye, Nurse Hawkins. Wo haben wir denn das gehabt? Ich dachte, dass das bei ihr war. Genau, Pippa reserviert gegen einen finanziellen Ausgleich Betten für Patienten. Milton, dann reden wir mal, vielleicht bringt uns das bei Milton erst weiter. Dann reden wir mal mit Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Schauen wir mal. Persönliche Fragen. Da ist nichts Hinweis benötigt. Okay, da ist einfach nichts Neues. Keine Ahnung, wo uns das noch was bringen wird. Bei ihr nicht. Wahrscheinlich, wenn wir mit dem Chef reden. Muss ich jetzt nochmal schauen. Aber bei ihr war wirklich nichts, oder? Good evening, Nurse. Good evening, Doc. Die Lage hier. Wie lange sind sie bereits Krankenschwestern? Personal zurecht. Aber da ist nichts. Die persönlichen Fragen waren alles Hinweise benötigt. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Da ist nichts. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, fangen wir mal hier in dem Raum an. Der ist ja begrenzt, glaube ich. Schaut zumindest so aus auf den ersten Blick. Na, schauen wir mal, wie begrenzt. Ich möchte gerne noch nicht, glaube ich, in den Hof, in die Untersuchung. Ich würde echt gerne mal rauf zuerst dann. Weil ich noch keine Ahnung habe, wie das mit diesen Untersuchungen läuft und tut. Gut, da haben wir ein paar Fläschchen. Da könnten wir raus. Ich glaube aber, dass da in den Hof geht, oder? Das schaut ein bisschen so aus. Das gehen wir noch nicht hin. Okay, das heißt, hier ist mal nichts. Oder? Nein, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier auf die Seite noch schauen. Da haben wir noch jemanden. It's locked. Ein langer Brief.
Also zum Lesen ist das schon einiges. Gut, dann gehen wir es an. Birmingham, 27. Oktober. Das mit dem Datum ist mir noch ein bisschen ein Dilemma, dass ich noch nicht so ganz einschätzen kann, wann, was, wie, wo ist, zeitmäßig. Gut. Hallo Schwesterchen. Wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brom ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller, diese fiese alte Schnapsdrossel aus dem zweiten Stock? Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefes Zeit gelassen habe. Weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pippa ausrichten. Tantchen Pippa, das ist die Schwester von der Pippa. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich schon in den Wahnsinn. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist langweilig wie ein Tag. Wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostelin. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolleres tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Okay, Pippa wollte kündigen. Neue Hinweise, gleich mal geschaut. Pippa denkt darüber nach, ihre Anstellung im Pembroke Hospital zu kündigen. Gut zu wissen. Und wer ist das? Moment, stopp, bleib da. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Oh, da ist sie eh schon wieder. Sehr schön. Dann fragen wir sie mal, sprechen wir sie mal drauf an. Ja. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. So, wir haben eine Entscheidung. Sie sollten stolz auf ihre Leistungen sein. Die Patienten brauchen sie. Das ist inakzeptabel. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Okay, neuer Hinweis. Haben wir es wieder nicht aufgepasst oder konnte ich jetzt nichts machen? Okay, aber wir haben auch hier nichts Neues. Das müssen wir gleich anschauen dann. Was haben wir bei ihr jetzt gelernt? Seit Beginn der Epidemie fühlt sich Pippa als Krankenschwester nutzlos. Okay. Einen haben wir noch. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir jetzt hier noch? Ist hier noch irgendwas? Einmal ein versperrter Spind. Ah, sieht das gleich wieder? Ich muss jetzt nur kurz... Guten Abend, Nurse Hawkins. Ja, okay. Ich tue mir da ein bisschen schwer, die zu unterscheiden, wann wer was ist. So, hier ist nichts mehr, oder? Da haben wir eine Leiche.
Da haben wir ein paar Leichen, oder? Ja, da haben wir viele Leichen. Das ist der Pfandhändler draußen. Ich dachte mir doch, da wären wir, wenn wir da warten, glaube ich schon, dass wir da reinkommen. Was ist das hier? Ist das der Innenhof? Nein, das ist nicht der Innenhof. Das ist der Außenhof. Und der Außenbereich. Den Garten im Hinterhof. Ich bin mir echt nicht sicher, wo das jetzt ist, aber jetzt bin ich doch wieder neugierig. Wisst ihr was? Wir schauen jetzt da kurz. Da kann man rein. Und er, wir können jetzt hier nicht dran, aber wenn er reingeht, geht die Tür auf, oder? Komm, lass mich rein. Oh, du Arsch. I'm sorry, I cannot enter. Oh, verdammt. Das ist bitter, da können wir nicht rein. Erst mit ihm, dann müssen wir mit ihm irgendwie was machen. Okay, die Frage ist, wo wäre dieser Innenhof eigentlich dann gemeint? Dieser Garten betritt den Garten im Hinterhof. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal rauf. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Außer es ist hier, aber das bin ich mir auch nicht sicher. Nein, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal rauf in den ersten Stock und schauen, was wir dort finden und haben. Und gibt sogar noch einen Stock. Halleluja. Ist das riesig? Da schaut mir irgendwie nach dem Hinterhof aus. Eigentlich so ein bisschen vielleicht. Schauen wir mal. Hier können wir momentan nicht rein. Hier ist nichts. Da können wir rein. Dr. Swansea haben wir hier. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Das ist die andere Seite der Treppe. Dann hier geht es auch noch mal rauf. Dann schauen wir hier mal weiter, was hier noch gibt. Hier ist nichts. Da können wir nicht rein. Da war auf jeden Fall irgendwas. Oh, schaut sich das an. Was haben wir hier? Abgenutzte Säge. Nahkampfwaffe. Interessant. Gut, haben wir mal. Sehr schön. Immer schön, sowas mitzunehmen. Und eine... Oh, die Patientenakte vom Elwood. Oh, gleich mal schauen. Sehr neugierig. Patient. Thomas Elwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung, das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortlaufender Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? An Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Interessant. Neuer Hinweis, schauen wir gleich mal. Thomas fühlt sich für seine Entstellung während des Krieges verantwortlich. Okay. Interessant. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Spritze, oder? Nein.
Da haben wir noch was in den Laden. Gin und Fläschchen mit irgendwie billiges. Einfach mal ein Fläschchen, glaube ich, war das jetzt. Und hier in der Mitte ist nichts mehr. So, was haben wir hier? Dr. Tippett, Dr. Streckland und Dr. Ackloyd. Kommen wir aber jetzt nicht rein. Dr. Reed, das ist unser Büro. Was haben wir hier noch? It's locked, all right. Oh, wirklich? Eine verschlossene Truhe. Interessant. Sonst noch irgendwas hier? Nein, sonst ist nichts mehr hier. Dann ist die Frage, gehen wir zuerst in unser Büro? Ich würde sagen, nein. Gehen wir zuerst zu... Wir konnten ja da rein zum Dr. Swansea. Okay, wir gehen nicht zu Dr. Swansea. Der ist gerade beschäftigt mit sich selber. Dann würde ich sagen, gehen wir... Die Frage ist, wer ist dieser Kopf? Schauen wir kurz mal auf die Karte. Wer ist dieser Kopf? Das ist der Gardner dahinter. Okay, da wollen wir nicht hin jetzt. Nein. Dann passt das. Das heißt, wir gehen hier die Hauptquest erstmal... Oder? Okay, nein, doch nicht. Wir gehen jetzt... Nein, das machen wir. Wir machen das jetzt, glaube ich. Wir gehen jetzt da schauen, wo das hinführt. Ich möchte das doch machen. Glaube ich, vorher. Weil ich weiß nicht, ob das nachher alles noch geht dann. So, wir haben den... Da hinten ist der Garten. Dann schauen wir mal. Hier müsste es sein. Hier hinten. Probieren wir es. Vielleicht müssen wir kämpfen. Schauen wir mal.